Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und jetzt wird's Japan Exclusive. Das ist tatsächlich Akira. Ich bin mal gespannt, wie das ist und ob wir das überhaupt spielen können. Das ist Akira, ja. Ganz unschalant mit einigen Sponsoren. Bisschen Product Placement, ne? Man kann's ja. Man hat das ja bei YouTube gelernt. Sieht bis hier ganz nice aus. Ja, Akira, der Film ist, glaube ich, sage ich mal ganz ehrlich, ist Legende. Ist nicht unbedingt mein Favorite-Anime, das, um das mal zu spoilen, aber ist auf jeden Fall, ich sag mal, Manga-Anime-Geschichte. So. 31 Jahre nach dem Dritten Weltkrieg. Am 18.09.2019 in Nui, Tokio. Natürlich. So, wir wissen nicht, was da passiert. Außer dass es heftig crasht. Und dass Akira sich wahrscheinlich jetzt gleich irgendwann anfängt zu verändern. Endzeit und hast du nicht gesehen und ne. Ich würde mir nur, bin noch mal gespannt, was das gleich überhaupt für ein Game ist. Auf jeden Fall scheint es sich relativ an den Film zu halten. Ja. Du mich auch. Zweimal mehr wie du. Das Geilste wäre natürlich, wenn das jetzt ein Text-Adventure wäre oder sowas. Das wäre richtig geil. Ach so. Okay, der sich im Film... Okay. Geht schon los. Ich werde schon vom High Retro Game Lord im Chat belehrt, dass ich gar keine Ahnung habe. Ist auch schon ewig her, wann ich den gesehen habe. Leck mich ist die Option, glaube ich. Wie, das ist tatsächlich ein Adventure. Das bringt uns total viel, glaube ich. Dann nicht. Herzlich willkommen bei Try and Error. Ich möchte nur einfach Motorrad fahren. Ich glaube, das ist sehr textlastig. Ich weiß nicht, woran ich da gerade, wie ich da gerade drauf komme. Ja. Der Resident Mode hat gerade nachgeguckt, was wir da machen. Dass wir als Kameda spielen. Wenn ich hier die simplen Befehle erkennen würde, würde das auch schon sehr helfen. Ja, wir sind der Typ mit dem Motorrad. Das weiß ich, glaube ich, ja. Boah, immerhin kann man so ein Video auch mal füllen, ne? Da ist eine Tür. Es wäre ja verrückt, zu dieser Tür zu gehen.
Da steht wahrscheinlich in 20 Zeilen, du kannst das nicht tun. Die Option geht gar nicht. Wir haben ja eigentlich nur drei Optionen. Und hier müssen wir irgendwas machen. Okay, da ist hier mal was anderes passiert. Aha. Aha. Try and error. Chris aufs Maul. So, erzähl mal, wie seine Mutter ist und so. Das hilft immer. Ist jetzt auch soundtechnisch nicht der ganze Knaller, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, ich komme hier weiter. Natürlich ist es ein deutscher Stream. Hallo, wir haben internationales Publikum. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, wirklich ein Adventure, ne? Also ich hab's schon wieder sowas befürchtet. Wenn du dir irgendein Game greifst, von dem du eigentlich nur weißt, dass es existiert, dann passiert genau sowas. Da ich das Amiga-Game ein bisschen kenne, und das ist definitiv kein Adventure, werden wir sicherlich in den weiteren Seasons uns auch nochmal die Amiga-Version davon angucken. Ja. Wie dem auch sei. Ich stimme euch da vollkommen zu. Also, vielleicht ist das Video jetzt auch in China gesperrt und ich weiß noch nicht mal warum, aber... Und ich wollte nur Winnie Pooh zeigen. Sein weise Text. Erzählt er jetzt den ganzen Film? Also derjenige, der das vielleicht lesen kann. Oder steht da auf 10 Seiten bla blubs, hast du nicht gesehen. Ja gut, wenn es ein Visual Novel ist, dann will ich jetzt irgendjemanden daten. Hallo. Ist mir auch egal wer, notfalls den Wischmob. Hier. Nicht? Hier, der so ein bisschen ansetzt zum Naruto Run. Hier der Obercoole, du bist doch bestimmt wieder der, was auch immer. Tja. Ich sag es mal so. Ich glaube, diese Szene wird sich irgendwie nicht ändern, weil wir keine Ahnung haben, was da wie passiert. Naja, das ist auf jeden Fall Akira in der NES- oder beziehungsweise Famicom-Version. Ich kann ja mal gucken, ob es irgendwo tatsächlich eine Fan-Übersetzung davon gibt. Achso, das läuft auch noch automatisch. Nee, ist klar. Weil das erhöht ja die Unterhaltung, definitiv. Das ist ja ganz weit vorne. So, kommen wir mal zum nächsten Titel.